Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu den Import- und Export-Missionen von Let's Play GTA 3. Ja, da wären wir wieder. Wir haben soeben die Hauptquest geschafft und keine Waffen mehr. Das ist ja echt super. Man kriegt sie am Ende nicht mal zurück. Was ist das für eine Verarschung? Gut, theoretisch, man braucht sie nicht mehr, aber ich will meine Waffen wieder haben. Dafür habe ich teuer Geld bezahlt. Moment, ich habe eine Million. Wieso habe ich eine Million? Egal, ich habe eine Million. Ja. Und nach der Hauptquest geht es jetzt weiter mit den Import- und Export-Missionen, wie ich es schon erwähnt habe. Das einzig Blöde, sie sind in Portland und ich bin hier am Arsch der Welt, in Shoreside Vale. Das bedeutet, wir müssen schon mal relativ weit fahren. Haben wir ein Auto? Ich glaube, hier war nur ein Eiswagen drin, oder? Hier war nur ein Eiswagen. Ja, ich kann ja schon mal erklären, worum es geht. Nein, ich nehme den Eiswagen nicht mit. Ich erkläre euch gleich, warum. Und zwar, was zwar richtig ist, das ist, dass wir den Eiswagen brauchen für die Import- und Export-Mission, nur ich weiß nicht genau wann. Denn die Import- und Export-Mission, sie sind in drei Etappen aufgeteilt. Halt die Schnauze und geh da raus. So. Und zwar müssen wir bestimmte Autos, ja halt, zum Export freigeben. Ups. Und dafür gibt es drei Listen. Nur ich bin mir nicht mehr sicher, auf welcher Liste jetzt der Eiswagen steht. Ich glaube ehrlich gesagt, er steht auf der dritten Liste. Die ersten Fahrzeuge sind so mehr oder weniger Portland-Fahrzeuge. Oh ja, die Kameraperspektive ist ja gerade richtig genial. Meine Fresse, sehe ich viel. Weg da, ich bin ein Hund. Die erste Liste sind so diese Industriefahrzeuge, diese Portland-Fahrzeuge. Die zweiten müssen so die Staunton Island-Fahrzeuge sein und die dritten so Spezialfahrzeuge, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, der Eiswagen, der zählt mit als Spezialfahrzeug. Und der Hutz im Übrigen auch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt abliefern müssen. Was ich noch erwähnen könnte, ja, wir müssen, soweit ich weiß, alle Autos dorthin bringen. Was machst du hier? Fahr mal wieder zurück auf deine Seite. Ja, irgendwie. Ja, was im starken Kontrast dazu steht, dass ich gerade noch gesagt habe, wir müssen den Hutz da wahrscheinlich nicht hinbringen. Nein, ich glaube, wir müssen dort alle normalen Fahrzeuge hinbringen. Im Sinne von Fahrzeuge, die keiner Gang angehören oder die jetzt nicht irgendwie questbezogen sind. Also, es fällt mir gerade kein questbezogenes Fahrzeug ein. Ich glaube, es gibt hier in GTA 3 noch keines. Ist ja eigentlich auch egal. Ich würde sagen, bevor ich jetzt ohne Ende viel vor mich hinstammel und hier keine Ahnung habe, worum es überhaupt geht, fahren wir einfach mal zu den Docks und gucken, welche Autos wir besorgen müssen. Und der große Sinn, so gesehen, von den Import- und Export-Missionen, abgesehen davon, dass man dann 100% bekommt, wenn man sie macht, kann man dadurch, dass es halt Import und Export ist, sich dann gewisse Autos importieren lassen. Meinetwegen, wenn man die erste Liste abgearbeitet hat, ich glaube, da kann man die Autos von dieser Liste, die kann man sich dann importieren lassen, also kaufen. Bedeutet, wenn wir da meinetwegen so einen Hood hinbringen, können wir danach einen Hood kaufen, wenn wir einen Hood haben wollen. Der kostet ein bisschen was an Geld, aber ist halt nicht so teuer. Demnach ist das recht sinnvoll. Zumindest, wenn man bestimmte Autos haben will, was man ja eigentlich nicht braucht. Höchstens, wenn man Lust hat, mit einem bestimmten Auto durch die Gegend zu fahren. Aber ich würde sagen, in erster Linie gucke ich mir mal an, was für Autos wir exportieren müssen. Die Liste dürfte hier sein. Das ist die Garage und hier stehen unsere ersten... Ah, leck mich am Arsch! Seht ihr den hier? Ich wollte nicht hinspringen, ich wollte drauf schießen. Den hier... Mr. Whoopi, das ist der Eiswagen. Ich hätte ihn doch schon mitnehmen können. Ach, verdammter Dreck. Aber alles andere, das sind so ja Industriefahrzeuge. Ein Pony, das ist halt ein Lieferwagen. Rumpo-Lieferwagen. Bus ist ein... Bus, wer jetzt gedacht. Dodo, das ist das Flugzeug. Ja, das wird auch nochmal eine ganz lustige Geschichte, den hier hinzubekommen. Bobcat, das ist dieser Pickup. Yankee, das ist so ein großer Lieferwagen. Mule auch. Blister. Kennt ihr? Security Car. Moonbeam Coach ist der große Bus. Flatbed... Das ist dieses Armeefahrzeug, dieses andere. Line Runner. Das ist der LKW. Trashmaster ist der Müllwagen. Patriot ist der Patriot. Und Mr. Whoopi, ja, das ist der Eiswagen. Ja, was mir da ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, das ist der Dodo. Denn das ist das Flugzeug. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, den Dodo hier hinzubekommen. Das eine ist, ihn von Shoreside Valley herzufahren. Was eine ganz grausame Geschichte ist. Oder das andere... Moment mal, das hier ist doch ein Yankee, oder? Oder eine Mule? Ein Yankee, oder?
Ja. Ja, da haben wir unser erstes Fahrzeug. Meine Fresse, war das schwierig. Nee, aber ja, zum Beispiel jetzt der Dodo. Man kann entweder rüberfahren, was eine ganz umständliche Sache ist, oder man kann damit rüberfliegen, was auch nicht sehr viel besser ist. Ich muss mal gucken, wie ich das später mache. Aber auf jeden Fall werde ich es irgendwie ja hierhin schaffen müssen mit dem Dodo. Gut, erstmal der Yankee, unser erstes Fahrzeug. Nachdem wir sie abgeliefert haben, sind sie durchgestrichen. Und hier steht auch, was auf dich ist Verlass, wenn du alle bla 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 bla, also alle Fahrzeuge auf dieser Liste abgearbeitet hast, kannst du sie kaufen. Ja, unser erstes Fahrzeug haben wir schon, und zwar den Yankee. Gut. Unser zweites Fahrzeug ist der Mule. Der Mule ist auch ganz in der Nähe hier. Der Mule oder die Mule. Mule ist das Ding Maultier? Also ja, der, die, das Mule. Auf jeden Fall der andere Lieferwagen, der große. Dieser große... Was ist das? Ist ein Lieferwagen, oder? Oder wie bezeichnet man das? Kleiner LKW? Keine Ahnung. Genau, der überdachte hier so gesehen. Das ist der Mule. Oder die Mule. Auf jeden Fall Mule. Und der hat einen dummen Radiosender an. So. Am Anfang noch relativ einfach. Da die meisten Fahrzeuge ja hier in Portland sind. Sind halt so die Industriefahrzeuge. So. Und bekommen wir eigentlich auch Geld dafür? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Wenn wir ein Auto abliefern, bekommen wir... Ja, wir bekommen so ein bisschen Geld. Ich habe gerade nicht geguckt, wie viel, aber wir bekommen so ein bisschen Geld. Okay, das dritte Auto auf der Liste, das ist hier auch ganz in der Nähe. Und zwar ist das der Line Runner. Und zwar ist das der LKW ohne Anhänger. Der stand hier auch noch irgendwo. Moment mal, das ist eine Mule. Perennial steht noch nicht drauf. Line Runner, der ist da hinten. Das ist das Fahrzeug, was mich davor... vor geschützt hat, in Wasser zu fahren. Beim letzten Mal, als ich diesen tollen Monster-Stunt gemacht habe, der gar nicht so toll war. Ja, bei vielen Monster-Stunts hier ist es so, dass man, wenn man Pech hat, direkt einfach mal stirbt. Ja, was eigentlich nicht schlimm ist, da man ihn danach trotzdem geschafft hat, aber so ein bisschen hinderlich. Ja, ich kann es mal als hinderlich bezeichnen. Und wie auch schon erwähnt, oder wie auch schon ein paar Mal erwähnt, diese Import- und Export-Mission, ich finde sie unglaublich geil. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es dieses Jagen und Sammeln, dieser Jäger- und Sammler-Instinkt, den ich immer noch irgendwie in mir habe. Ja, Leute, ich bin gar nicht mal so weit vom Urmensch entfernt, wenn man das mal so überdenkt, aber... Ich weiß nicht, ich finde das unglaublich geil. Das war schon damals meine absolute Lieblingsaufgabe. Und ich finde es schade, dass diese Aufgabe in anderen GTA-Teilen nicht weiter ausgebaut wurde. Ja gut, was heißt nicht weiter ausgebaut? Ich meine, hier muss man alle sammeln, alle Fahrzeuge. Wie soll man die noch weiter ausbauen? Aber nee, sie wurde in anderen GTA-Teilen drastisch gekürzt. Ich glaube, in GTA Vice City muss man noch ungefähr irgendwie 10 Fahrzeuge finden und in GTA San Andreas, ja gut, auch irgendwie 20 oder 30, aber dafür gibt es auch insgesamt bestimmt 150 Fahrzeuge oder so. Gut, das wäre unser drittes gewesen. Bisher geht es dann noch recht schnell voran. Und ich hoffe mal auch, dass diese Aufgaben für euch nicht langweilig sind, da ihr das Einzige, ja, was ihr hier zu sehen bekommt, ist also, ja, wie ich hier Autos sammle. Ich hoffe, wie gesagt, dass das für euch nicht langweilig wird. Ansonsten muss ich zwischendurch einfach mal wild um mich schießen. Ihr Schweine, sterbt! Ah! 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 Okay, das bringt es auch nicht mehr, oder? Aber egal, es geht ja relativ schnell voran. Hier haben wir schon unser drittes Fahrzeug, es ist der Patriot. Es ist immer schön, wenn gewisse Fahrzeuge irgendwo rumstehen, denn die kann man dann einfach sammeln. Da ist ein Idaho, den brauchen wir aber nicht. Das ist doch der Patriot für diese Patrioten-Rally, oder? Patrioten-Rally, ja, genau hier. Checkpoints, du hast 5 Minuten, um 15 Checkpoints abzufahren. Die Reihenfolge ist beliebig, ja. Die ersten 20 Checkpoints und danach bekommst du 20 Sekunden oder irgendwie so. Ja, was für eine tolle Aufgabe, leck mich am Arsch. Du hast schon Moment, Eiswagen, Eiswagen. Da, Eiswagen, da, ich will da nicht nochmal, doch nicht nochmal. Halt die Schnauze, ich dachte, das geht nur einmal. Ich will den, ah, halt doch die Fresse. Ich hab das schon gemacht. Ich will diesen Dreck nie wieder machen. Da steht ein Pony, gut zu wissen. Ist ein Eiswagen. Er ist weg, oder? Oh, ja, leck mich am Arsch. Moment mal, hier ist ein Rumpo. Ah, scheiß drauf. Rumpo fährt überall lang. Oh Mann, da wäre ein Eiswagen gewesen. Ach, so ein Kotz. Scheiße. Die fahren in Portland so selten lang. Naja, egal, okay. Da fahren wir jetzt einen Patrioten. Und können die Patrioten-Rally machen. Wie toll. Oh man, macht das Ding noch ein bisschen eher auf. Was? Wie noch nicht so viel zu? Moment. Oh nein, oder?
Nein, oder? Was? Jetzt geht das? Ach so, ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Oh, scheiße. Diese Rallye, die wird nur aktiviert, wenn der Patriot noch auf seinem Originalplatz steht. Jetzt geht es. Ach so, doof. Okay, wir haben den Patrioten. Wir haben schon 4 Fahrzeuge. Alles klar. Wo das nächste Fahrzeug ist, weiß ich auch schon. Einmal der Pony, der steht da hinten, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Aber der Bus, der Coach. Der steht hier vorne auch noch, weil hier vorne das große Busunternehmen ist. Ja, wie gesagt, die erste... Ich bezeichne es einfach mal als die erste Mission der Import- und Export-Aufgaben. Ist relativ einfach. Bobcat, du stehst auch auf der Liste. Ich brauche mal kurz ein Auto, aber keine Sorge, ich bringe schon Import- und Export-Garagen. Da kannst du dir genau das gleiche wieder kaufen. Ist auch gar nicht teuer. So. Ja, die ersten Missionen, sie sind ziemlich einfach. Es geht ziemlich schnell und ist auch überhaupt gar nicht spannend. Naja, ich hoffe doch, dass es so ein bisschen spannend ist. Ansonsten muss ich es spannend machen, indem ich irgendwas in die Luft jage. Da wird sie mit Sicherheit auch was finden. Wobei mich der Hafen ja ohnehin noch kennt. Ich meine, hier habe ich doch das Schiff in die Luft gejagt, oder? Ja, ich glaube, das war so. So. Okay, die Hälfte der Fahrzeuge haben wir jetzt schon mal durch puren Zufall gefunden. Portland Docks. No unauthorized access. Ja, ja. Ich gehe hier trotzdem hin. Ich habe hier was zu erledigen. Und da ist ein Rumpo. Hier ist gleich das nächste Fahrzeug. Meine Fresse, sind diese Aufgaben einfach. Ja, Leute, das ist auch noch schön. Halt die Klappe. Nachdem ich jetzt so krass gefailt habe die ganze Zeit und bei fast jeder Aufgabe mehrfach gestorben bin, habe ich jetzt die Import- und Export-Mission. Und Leute, glaubt es oder nicht, aber sie sind Schweine einfach. Und ich sterbe hier nicht. Ich kann sie mit Spaß absolvieren. Mit Spaß. Wer hätte das gedacht? So. Wir haben echt schon bald die Hälfte. Das Security Car, das wird noch ein bisschen schwieriger zu finden. Und es wäre eigentlich auch besser, wenn ich jetzt so ein bisschen durch die Gegend fahre für meine Autos und nicht immer jedes Auto direkt hier vor den Docks finde. Da es ansonsten relativ schwierig wird, an das Security Car zum Beispiel zu kommen oder an den Trashmaster. Der jetzt zwar öfter mal durch Portland fährt, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt genau das Glück habe, dass hier jetzt ein Pony! Ja, hier ist das nächste Auto, heilige Scheiße! Mann, ist die Aufgabe spannend! Also, dass ich nicht das Glück habe und hier genau jetzt den Trashmaster finde oder das Security Car. Das wäre echt so ein bisschen trocken. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass man hier irgendwie so leicht unterstützt wird. Also jetzt mal ganz im Ernst. Gut, es ist Portland und diese Autos sind hier geläufig, aber ich finde nacheinander ganz genau die Autos, die ich brauche. Und der Weg hier raus, der muss unglaublich spannend sein, wie ich ihn immer und immer wieder laufe. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr. Hier kann man nichts mehr machen, oder? Ich könnte schwören, dass man hier mal hoch konnte und dass es hier sogar ein Paket gab, aber... Ach Leute, wenn ich mir bei irgendwas sicher bin, dann ist es meistens zu 99% oder so doch falsch oder erdacht oder fantasiert oder nicht mehr gültig oder... Ach Leute, ihr wisst, was ich meine. Was kommt jetzt? Ein Trashmaster! Nein, ein... Moment mal, bist du ein Moonbeam? Ich glaub's nicht, aber... Moment, stand der mit drauf? Stand der Moonbeam mit drauf? Ich glaube bald nicht. Ich glaube bald, der stand da nicht mit drauf. Doch, stand er. Okay, das ist ja unglaublich. Meine Fresse, habe ich einen Run. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel Glück zu haben. Und schon gar nicht bei GTA 3. Doch, alle 3 Lieferwagen, beziehungsweise alle 3 Transporter standen da drauf. Und wieder geht's raus und wieder der gleiche Weg. Heilige Scheiße, ist das spannend. Was kann ich erzählen? Oh, was kann ich erzählen? Ich kann erzählen, Leute, dass wir heute den... Ach Leute, lasst mich lügen. Also es ist auf jeden Fall der Tag, an dem ich diesen Part hochlade. Ich glaube irgendwie ist es der 20. Juli. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dich habe ich schon. Es ist heute der 20. Juli, ich sage einfach mal, es ist der 20. Falls nicht, dann... Ach Leute, verklagt mich doch. Und wir haben heute einen unglaublich verschissen heißen Tag. Es sind draußen, ich glaube, rund 35 Grad und bei mir hier im Wohnzimmer rund 30 Grad. Ich schwitze wie so ein Esel und sehe momentan auch so aus. Also, irgendwie so ungefähr. Und haben mir gedacht, hey, das ist doch das passende Wetter, um GTA aufzunehmen. Ja, denn Leute, ihr müsst auch wissen, ich wohne oben. Ich habe eine Wohnung oben und das ist so ein bisschen
förderlich für das Nicht-Heizung anstellen müssen. Ja, wie auch immer dieser Satz jetzt Sinn ergibt. Das finde ich auch lustig. Wir steigen in den Bus ein, gehen nach hinten und fahren trotzdem los. Ja, das ist geil, oder? Ja, aber nee, was wollte ich gerade sagen? Oh, by the way, das ist der Coach. Wir sind, glaube ich, noch nie mit dem Bus gefahren. Ich glaube sogar, dass man in diesen Bus... Moment mal, kann man hier Leute einsteigen lassen? Ja, ihn nicht unbedingt. Er rennt vor uns weg, warum auch immer. Aber ich glaube, in irgendeinem GTA-Teil konnte man sogar Leute in die Busse einsteigen lassen. Aber das war vielleicht doch in GTA San Andreas... Ja, Quatsch. Doch, entweder es war San Andreas oder es war Vice City. In GTA 3 aber anscheinend nicht. Na egal, ich bin jetzt total durcheinander gekommen. Was ich sagen wollte, Vorsicht Bus, das ist, dass wir es hier schweineheiß haben. Ich habe 30 Grad bei mir in der Wohnung und nehme GTA auf, weil ich finde, dass das eine total tolle Idee ist. Nee, es ist wirklich grausam heiß hier drinne. Aber das ist normal, dass es hier so übel warm ist. So ein bisschen von Nachteil, wenn man eine Wohnung oben hat. Vor allem auch noch sein Wohnzimmer zur Südseite raus. Kann man hier mal die Tür wieder zumachen? Na, egal. Aber naja, man muss damit leben und weiß jetzt überhaupt gar nicht, warum ich euch das erzählt habe. Aber ja, Leute, jetzt wisst ihr halt ein bisschen mehr. Dankt mir für diese Information oder zeigt mir den Vogel. Keine Ahnung. Mir egal, aber ich habe mal wieder die Sequenz rumgekriegt. Die Sequenz des Rauslaufens. Gut. Versuchen wir jetzt mal etwas anderes zu finden. Etwas, was wir noch nicht haben. Moonbeam, den haben wir mittlerweile schon. Moment mal, was war das gerade? Rumpo brauchen wir nicht. Ich fahre jetzt mal so ein bisschen durch die Stadt und versuche dort einen Müllwagen zu bekommen. Die sind zwar nicht selten, aber die fahren meistens ja so zwischen Industriegebiet, Docks, also hier und der Innenstadt, insofern man das hier Innenstadt nennen kann, rum. Also entweder das oder ein Security Car. Das wäre mir gerade ziemlich egal, aber eines dieser Fahrzeuge. Oh, ich glaub's nicht, ein Flatbed. Und Eiswagen. Oh, und ein Bus. Ich glaub's nicht. Der Himmel. Nee, raus da. Was? Was? Warum fährt diese komische, berückentragende Tools in Eiswagen? Was ist das? Was? Warum schießt die auf mich? Was ist das hier? Gott. Ich glaub's nicht. Oh, ich bin so ein armes Schwein. Ja, eigentlich bin ich voll der Glückspilz, aber... Ey, drei ganz seltene Fahrzeuge und alle drei kommen auf einmal. Das darf nicht wahr sein. Aber ich glaube, das Seltenste ist immer noch das Fahrzeug, welches in die falsche Richtung fährt. Das Seltenste ist immer noch der Eiswagen. Aber auch das Flatbed sowie der Bus, die findet man nicht oft. Oh, schade. Wäre schön gewesen, wenn ich sie alle hätte mitnehmen können, aber... Naja, dann kann ich alles haben. Nun denn... Haben wir zumindest einen Eiswagen. Eiswagen, in dem eine perückentragende dicke Frau saß. Ich wette, sie hat ihn selber geklaut, einfach nur, um an das Eis zu kommen. Ja, Leute, denkt, was ihr wollt, aber das ist so... Das ist so mein Glaube, was das anbelangt. Wir haben den Eiswagen. Was bedeutet das? Moment, was ist das hier? Ein knallrotes Eis, ein pechschwarzes Eis, ein lila Eis. Was verkauft ihr hier? Seid ihr sicher, dass das Eis ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, Raketensprengstoff? Was? Please stop me? Ja, alles klar, das habe ich gemacht. Wunderbar. So, und es geht wieder zurück. Also wenn das so weitergeht, glaube ich, dann dauern diese Import- und Export-Missionen, sie dauern keine drei Parts. Gut, nur bei den anderen Fahrzeugen. Da wird es etwas schwieriger, weil es gibt auch Fahrzeuge, die hier nicht in Portland fahren. Nämlich rund die Hälfte. Perennial oder das Ding in... Was? Okay, keins von beiden. Nehmen wir ein Pony. Was, Aruba? Ja, komm, geh nach Aruba und lass mich mit einem Pony einen Müllwagen jagen.